Karim Bülbül, Neuzugang beim FCA mit Berlin. Man kennt sie ja vor allem noch aus der dritten Liga von Hansa Rostock. Wie kam es dazu, dass man sie nun 2 Jahre später in der Kreisliga A beim FCA mit wiederfindet? Ja, es sind viele Dinge passiert in den letzten 1-2 Jahren, die leider gegen mich gesprochen haben. Ich hatte in Rostock eine sehr schöne Zeit gehabt, habe da gute Spiele absolviert. Ich hatte leider am Ende ein bisschen Probleme mit dem Trainer gehabt und wurde dann, wie viele das auch schon mitbekommen haben, in die zweite Mannschaft versetzt, dann wieder zurückgeholt und es war alles so ein Hin und Her. Bin dann in Mainz gewesen. Ja, wie gesagt, also es hat dann alles am Ende leider nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Meine Verletzungen sind dann dazwischen gekommen. Ich hatte dann in Mainz am Ende noch einen Leistenbruch gehabt. Bin dann von Mainz nach Berlin gewechselt zum BRK. Da haben angefangen, die Knie Probleme zu machen und irgendwann muss man dann auch sagen, okay, die Gesundheit geht vor. Und jetzt bin ich Trainer hier bei Ahmed. Ich mache jetzt meine Trainerscheine nebenbei. Na klar, wenn man als Spieler, wenn man ein bisschen höher gespielt hat, selber lieber auf dem Platz stehen. Aber der Körper macht es halt nicht mehr mit und dementsprechend werde ich jetzt, weil man mit Fußball auch nicht ganz aufhören kann, den Weg als Trainer versuchen. Am vergangenen Wochenende gab es ja einen 3:0-Sieg zu Hause im Landespokal. Was ist das für ein Gefühl, als einziger Kreisligist im Achtelfinale zu stehen? Es ist ein tolles Gefühl. Wir bekommen jede Menge Unterstützung von unserem Präsi, Mehmet Kaplankran, der Besitzer von Bettarena. Und wir werden in allen Situationen, wo wir Hilfe brauchen, unterstützt. Es mangelt hier an nichts. Wir haben 3-mal die Woche Training. Die Jungs sind heiß, die Jungs sind fit. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich habe es auch beim Pokalspiel schon gesagt, das ist für uns einfach ein Bonusspiel. Umso weiter wir kommen, umso besser. Umso mehr können wir die Leute glücklich machen. Und ja, unser Ziel ist einfach, uns von der besten Seite zu zeigen und weiter Gas zu geben. Am Freitag steht ja die Auslosung an, das Heimrecht ist garantiert. Will man da lieber vermeintlich leichteren Gegner haben, mit besseren Chancen nochmal weiterzukommen, oder träumt man dadurch schon von einem großen Gegner, den man hier empfangen kann? Naja, ich denke mal, alle Mannschaften, die jetzt in den letzten 16 sind, sind auf jeden Fall gute Mannschaften. Deswegen sind sie auch dabei. Ich glaube, jetzt gibt es kein einfaches Los mehr. Na klar, wenn jetzt BRK, Dynamo oder Viktoria, die Regionalligisten, dabei sind oder hier hinkommen, wird es natürlich schwerer, wie wenn ein anderer Verein kommt. Aber wie gesagt, alle Mannschaften sind gut, die dabei sind und es wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel gegen uns. Beim Sieg im letzten Pokalspiel, da stand auch schon Edelneuzugang Kevin Pannewitz mit auf dem Platz, ja. Hat dort sein Comeback gegeben. Was macht diesen Spieler für Sie aus und wie soll er das Spiel der Mannschaft bereichern? Ja, na klar, wie gesagt, Pannewitz hat seine Qualitäten, die er auf dem Platz öfter mal bewiesen hat. Wir haben ihn hier hingeholt, weil wir fest daran glauben, dass er unserer Mannschaft weiterhelfen kann mit seiner Qualität, mit seiner Erfahrung. Und ich glaube, im ersten Pokalspiel, wo er jetzt mitgespielt hat, hat man einfach gesehen, zu was er noch in der Lage ist. Na klar, ist er jetzt nicht auf der Fitness-Ebene, wo wir ihn uns wünschen, aber das wird jetzt auch mit der Zeit kommen. Er hat jetzt lange auch keinen Sport mehr getrieben. Wir sind guter Zuversicht. Wir werden auf jeden Fall an Kevin noch viel Spaß haben in der Saison. Und er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Der Verein FC Ahmed hat ja ambitionierte Ziele. Wo genau soll die Reise hingehen? Also wir haben auf jeden Fall große Ziele hier mit dem Verein. Mein Trainerkollege Sedat Çeker und ich, wir unterhalten uns tagtäglich über unsere Ziele, was wir machen wollen und wohin wir wollen. Wir haben sehr viel Unterstützung von unserem Präsidenten und werden einfach versuchen, so schnell wie möglich, Jahr für Jahr, unsere Ziele, die wir uns vornehmen, zu erreichen. Unser erstes Ziel ist auf jeden Fall, diese Saison aufzusteigen. Und ja, dann schauen wir mal, wohin der Weg uns führt. Karim Bülbül, ich bedanke mich für das Interview. Ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.